Hallo und willkommen zu den Denkreisen. Claude Lévi-Strauss beginnt sein berühmtes Buch Traurige Tropen, Trist Tropik mit den Worten: Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende. Nun, ich verabscheue sicherlich keine Forschungsreisenden und auch sonst dürfte der Eröffnungssatz eine Hyperbel sein, insbesondere da Lévi-Strauss damit eines der berühmtesten Forschungsreisebücher des 20. Jahrhunderts eröffnet. Stichwort Ironie. Aber es stimmt, dass ich jegliche Form des Reisens verabscheue und stets bemüht bin, das Reisen unter allen Umständen zu vermeiden. Und innerhalb dieser breiten Aversionsfläche nimmt das Fliegen mit kommerziellen Flugzeugen einen besonderen Platz ein. Ich habe keine Angst vor dem Fliegen, ich finde es nur abscheulich, menschenunwürdig und durch schikanös. Es gibt kaum etwas, das ich widerlicher, lächerlicher und nutzloser finde als das Fliegen in den Urlaub. Ich war noch nie in einem Urlaub und das gesamte Konzept eines Urlaubs widert mich an. Erinnert es mich doch daran, dass das Leben in der Moderne auch nur eine Form der Sklaverei ist, nur eben mit Krankenversicherung und rentenbildenden Maßnahmen. Meine Abscheu gegenüber allem Tourismus hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass ich meine Jugend unter dem Einfluss bedeutender Reiseschriftsteller erlebt habe. Schon damals war mir klar, dass ich niemals dieses langweilige Stück Fleisch sein werde, das tatenlos am Strand liegt und behäbig die verbleibenden Tage zählt, die einem der Arbeitgeber zugestanden hat. Damals wusste ich allerdings nicht, dass mich eines Tages die grundsätzliche Erfahrung des Reisens derart anwidern würde. Als Teenager reiste ich mit dem Zeigefinger im Atlas, während die anderen Jungs draußen Fußball spielten. Später dann habe ich durchaus intensive Reisen unternommen, durch Indien, Indonesien und den Balkan, nur um festzustellen, dass mich diese Erlebnisse im Detail ärgerten und eher in Depressionen zogen. Bis heute denke ich, dass ein zufriedener Reisender zumeist ein dickhäutiger Ignorant sein muss. Und das ist mein Problem. Ich bin nicht dickhäutig und ich bin kein Ignorant. Was mir geblieben ist, ist eine Wertschätzung für gute Reiseschriftsteller. Also jene, die nicht nur mechanisch die Erlebnisse ihrer Reisen aufzeichnen, sondern gleichzeitig ein seelisches Spiegelbild der Reise sind. Sie machen die Reise zu einem nach außen getragenen Lebensgefühl. Und niemand beherrschte diese fesselnde Kunst besser als der amerikanische Globetrotter-Pionier Richard Halliburton. Hier in Deutschland wurde Halliburton in der Weimarer Zeit übersetzt, als seine Bücher in den USA aktuelle Bestseller waren. Doch einen durchschlagenden Erfolg hatte er hierzulande nie, weshalb er heute nur sehr wenigen bekannt ist. Anders sah das zum Beispiel in der Tschechoslowakei aus, also meiner Heimat, wo nicht nur alle seine Bücher herauskamen, sondern auch äußerst populär waren. Dort wurde in der Nachkriegszeit Richard Halliburton zu einem Sinnbild der inneren Flucht, gerade jener Menschen, die sich in ihrem eigenen Land eingesperrt fühlten, da der rigorose Kommunismus nur wenig von der internationalen Reisefreiheit hielt. Richard Halliburton mag heute in Vergessenheit geraten sein, doch in seiner Zeit war er ein prominenter Autor und ein berüchtigter Abenteurer. Seine Bücher erlaubten es, seinen Landsleuten hinter den Horizont zu blicken. Zugleich nahmen sie teil an einer Weltsicht, an einer Haltung, die beherrscht war von Individualismus, von der Sucht nach Erfahrung. Es mag vielleicht eine Rolle spielen, dass Halliburtons Bücher zeitlich mit der großen Depression zusammenfielen und deshalb ein so willkommenes Fenster waren in eine Welt, die fern der eigenen Alltagsmühen war. Halliburton selbst sprach davon, dass seine Reisen stets dem Drang nach Romantik geschuldet waren. Nun ist das Wort Romantik ähnlich wie das Wort Platonik, heute ein wenig verschleiert. Im Alltagsgebrauch meint man mit Romantik etwas Gefühlsduseliges und dezent Amoröses. Heute findet man eine angezündete Kerze während eines festlichen Dinners romantisch. Diese Deutung ist natürlich nur ein verkümmerter Schatten der ursprünglichen Bedeutungstiefe. Romantik als Kultur- und Kunstbegriff meint in erster Linie ein sich öffnen den Erfahrungen des Lebens. Das ist die wahre Romantik, in die Berge zu gehen, nicht weil es alle tun oder weil es so gesund ist, sondern weil man erfahren möchte, wie die Welt beschaffen ist. Denn dies ist letztendlich der Weg, um zu erfahren, wer man selbst ist. Gerade die frühen Romantiker der deutschen Literatur waren progressive Denker. Sie widmeten sich gleichermaßen enthusiastisch den Naturwissenschaften, wie sie neuen künstlerischen Ideen verschrieben waren.
In jenem Augenblick, in dem Ludwig van Beethoven zur Erstaufführung seiner 9. Symphonie im letzten Satz einen Chor aufstehen lässt, ist der Bruch mit der klassizistischen Welt vollzogen und das Jahrhundert der Romantik bricht an. Die Romantiker standen zugleich für ein Bekenntnis zum Gefühl, wie sie auch große Verehrer der Ratio waren, bereit, religiösen Aberglauben zu überwinden. Sie waren die Fackelträger der Aufklärung und die Architekten der Moderne. Goethe, als der Verfasser des hymnischen Prometheus, demonstrierte bahnbrechend die Aufbruchsstimmung der sich empörenden Romantiker. In England war es Lord Byron, der abenteuerlustige Dichter, der zu einer Schlüsselfigur der Romantik wurde, erzählte zu Richard Halliburtons Idolen. Novalis schrieb einmal, Romantik sei vor allem die Fähigkeit, bestimmt und frei zu produzieren. Und dies trifft er sehr gut, denn der Romantiker lässt sich sein Weltbild nicht von vergangenen Epochen vorschreiben, doch er strebt die Erfahrung der Freiheit und der Natur an, die am Ende doch nur ein Umweg ist für seine persönliche Reflexion. Der Romantizismus ist somit äußerst subjektiv und das macht seinen Reiz aus. Doch die Romantiker sahen sich als jene an, die den Nationalgedanken zugunsten einer höheren humanistischen Aufklärung überwunden hatten. Für sie galt es, ein Weltgeist zu sein und nicht nur ein Volksgeist. Nur wer die ganze Welt, ja das gesamte Universum zu umschlingen bereit war, konnte etwas mehr über sich selbst erfahren. Henry David Thoreau beschrieb es mit den unsterblichen Worten: I went to the woods because I wished to live deliberately. To front only the essential facts of life and see if I could not learn what it had to teach and not, when I came to die, discover that I had not lived. Und weiter heißt es, I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. Ich wollte tief das Leben erfahren und vollständig den Knochenmark des Lebens in mich aufsaugen. Als in seinen jungen Jahren ihn sein Vater dazu anhielt, sich die Wanderei aus dem Kopf zu schlagen und sich endlich mal den ernsthaften Gegebenheiten des Alltags anzupassen, schrieb der junge Richard Halliburton ihm zurück: Und wenn meine Zeit zu sterben gekommen ist, werde ich imstande sein, glücklich zu sterben, denn ich werde alle Freude, alle Qual und alle Aufregung der Welt gemeistert, gesehen und erfahren haben, jedes Gefühl, das ein Mensch jemals empfand. Doch insbesondere werde ich darüber glücklich sein, dass mir ein dummer, gewöhnlicher Tod im Bett erspart geblieben ist. Das sind starke Worte, die allerdings auch ihre prophetische Erfüllung finden sollten. Doch es sind auch Worte, die Halliburtons tiefe Hingabe an den Romantizismus und seinen Erlebniswillen demonstrieren. In seinem ersten Buch »The Royal Road to Romance« schreibt Halliburton: Ich muss meine Jugend auskosten, solange ich sie habe, und ihren Versuchungen erliegen, bevor mich die kommenden Jahre und ein Verantwortungsbewusstsein meiner Courage berauben. Hier reflektiert Halliburton ein anderes Idol, Oscar Wilde, und seinen Roman The Picture of Dorian Gray. Richard Halliburton verkörperte somit eine faszinierende Dichotomie, denn sein Blick auf die Welt war überwindender Natur. Er überwand mit Leichtigkeit die stets etwas rassistische Sichtweise seiner reisenden Zeitgenossen. Doch zugleich war er ein Mann, der tief in den kulturhistorischen Realismus hineingeboren wurde und somit war sein Blick auf die Welt auch seltsam konservativ und gestrig, da er so sehr unter dem Einfluss der Romantik stand, deren Vertreter zu jenem Zeitpunkt bereits lange tot waren. Für die Leser war er somit modern und progressiv, da er die Dinge tat, die bis dahin kaum ein Reiseschriftsteller getan hatte. Verrücktheiten geradezu. Doch indem er sie tat, beschwor er stets vergangene Zeiten herauf und das Carpe Diem verschollener Generationen. Halliburtons Reisen mochten weniger seriös und ernst anmuten als zum Beispiel die Reisen eines Sven Hedin, denn ein Forschungsreisender war er wahrhaftig nicht. Doch seine Reisen besaßen ein aufregendes Lebensgefühl und einen ansteckenden Durst nach Erfahrung. Sie fielen mit dem Beginn einer stetigen Modernisierung zusammen, die in einer zunehmenden Verkleinerung der Welt ihren Ausdruck fand, dem aufkommenden Flugverkehr und dem Ausbau von Meeresstraßen, dem Bau von Kanälen und dem globalen Verlegen von Zuggleisen. Halliburton war ein Sohn des 20. Jahrhunderts und er verhielt sich auch so und zog dabei alle Register der modernen Reisewege. Er war kein technologiefeindlicher, barfüßiger Wanderer, aber seine Art zu reisen galt stets der Idee, durch Aktionen den vergangenen Zeitgeist einzuatmen und uns seine Erfahrungen mitzuteilen.
Halliburton verfolgte keinen Traum am Ende der Reise. Er träumte unentwegt, während er reiste. Richard Halliburton wurde in den ersten Tagen des 20. Jahrhunderts geboren, im Jahr 1900, im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee. Außer man zählt es korrekt und akzeptiert damit, dass sein Jahrhundert nicht 99 Jahre hat, sondern 100 und somit erst mit dem nächsten Jahr, also zum Beispiel 1901, beginnt. Aber das ist ein anderes Thema und sprengt hier den Rahmen. Halliburtons Werk beschränkt sich, bedingt durch sein viel zu kurzes Leben, vorrangig auf 5 Bücher. Diese 5 Bücher markieren auch die einzelnen zentralen Abschnitte seines Lebens als Reiseschriftsteller. Sie sind Meilensteine seiner Reisekultur, vergleichbar mit den zentralen Alben einer legendären Rockgruppe. Sein Aufbruch beginnt während seiner Tage auf der Princeton-Universität. Im ersten Kapitel von The Royal Road to Romance beschreibt er, wie es ihn beunruhigte, seine Kommilitonen im Universitätsalltag zu beobachten und genau zu spüren, wie ihre Lebenswege im Studium bereits vorgezeichnet wurden. Da war der kommende Rechtsanwalt, der kommende Steuerberater, der kommende Allgemeinarzt, der kommende Geschäftsmann. Zum Entsetzen seines Vaters lehnte sich Halliburton gegen diese Idee auf und plante eine eigene Karriere als Abenteurer. Ein Konzept, das damals weitgehend unbekannt war, von einer Handvoll Ausnahmen abgesehen und darum gänzlich verrückt anmutete. Doch der junge Richard schien schon als später Teenager einen Entwurf im Kopf zu haben, wie er das Reisen zu seinem professionellen Lebensinhalt machen würde. Für die Eltern war dies eine beunruhigende Entwicklung. Sie mochten bei dem Wohl ihres Sohnes außerordentlich sensibel sein, nicht zuletzt deshalb, da Richards jüngerer Bruder Wesley im Alter von 14 Jahren verstorben war. Und Wesley hatte als der sportliche und energetischere der beiden Söhne gegolten. Richard dagegen war kleinwüchsig und schmächtig und wurde häufig als kränklich angesehen, wogegen er sich unentwegt wehrte. Doch hier mag eine Erklärung dessen liegen, weshalb seine Eltern der Abenteuerlust des Sohnes mit ausgesprochener Sorge begegneten und sich nicht vorstellen wollten, wie ihr einziger Sohn irgendwo im fernen Osten mit der Malaria kämpft. Halliburton hatte schon in seiner Gymnasialzeit aktiv für eine angesehene Schulzeitschrift geschrieben und etablierte ab 1921 seinen Platz in der Redaktion der Universitätszeitung The Daily Princetonian. Sein Fernweh und seine Träumerei waren nicht ganz so das Luftschloss, wie es die Eltern vermuteten. Es gab Präzedenzfälle. Richard Halliburton verstand bereits als Student, dass ein guter Journalist die Früchte seiner Reisen in erfolgreiche und mit barer Münze bezahlte Kolumnen einer Zeitung umwandeln konnte. Insbesondere damals, als das Reisen eher das Privileg von Betuchten war und die meisten Menschen sich im gesamten Leben kaum weiter als 100 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt hatten. Und dann gab es natürlich Vorträge, Interviews und die Aussicht auf einen Buchvertrag. Interessant hierbei war, dass Halliburton nicht aus armen Verhältnissen stammte. Sein Vater war studierter Ingenieur und verdiente sein Geld als Immobilienmakler. Richard graute es bei der Vorstellung, in dieses väterliche Kielwasser gezogen zu werden, und so beschloss er, auch niemals das Geld seiner Eltern zu beanspruchen. Natürlich schwebte über seinen Reiseabenteuern häufig der Vorwurf, dass dies einfach nur die Spielereien eines Mannes sind, der keine Existenzängste haben muss. Da, sollte es hart auf hart kommen, der Vater stets mit dem Scheckbuch eingreifen konnte. Doch Halliburton hatte nie seinen Vater auf der Tasche gelegen. Gerade das machte ihn zu einem wahren Pionier der modernen Globetrotter-Kultur, da er oft mit nur einer kleinen Handvoll Geld loszog und sein Geschick dem Schicksal überließ. In der Praxis bedeutete es, dass Halliburton von unterwegs Artikel schrieb, gelegentlich hier und da auf Schiffen anheuerte, doch in erster Linie bemüht war, durch exzentrische Aktionen zu Hause auf sich aufmerksam zu machen, um lukrative Buchverträge zu bekommen und damit leichter seine Reisewut zu finanzieren. 1925 setzte er sich nach 2 Jahren Reisen hin und trug in seiner unnachahmlichen Weise die Früchte dieser persönlichen Expeditionen zusammen. Er beschrieb, wie er das Matterhorn bestieg, wie er mit dem Präsidenten von Andorra einen Kaffee trank. Er beschrieb die Nacht, die er auf dem Gipfel der Cheops-Pyramide verbrachte und seine Abenteuer in Indien, wo er ebenfalls eine heimliche Nacht im Taj Mahal verbrachte und seine Reisen durch Südostasien und schließlich in Japan, wo er den Mount Fuji bestieg. Das Ergebnis, welches unter dem Titel The Royal Road to Romance in 1925 erschien, wurde über Nacht zu einem Bestseller.
Richard Halliburtons Rechnung, sich mit dem zu ernähren, was er am liebsten tat, ging auf und er wurde zu einem begehrten Vortragsreisenden und seine Essays erschienen in amerikanischen Zeitungen. Sehr häufig tritt in seinen Geschichten das Element des Illegalen auf. Halliburton legte Wert darauf, allein mit bestimmten Monumenten zu sein, um so die romantische Erfahrung des Hier und Jetzt voll auszukosten. Und dazu war es manchmal nötig, sich heimlich in einem Park zu verstecken und zu warten, bis die letzten Touristen gegangen waren und Aufseher Feierabend machten. Doch natürlich waren seine Transgressionen relativ harmlos und richteten keinen Schaden an. Halliburtons Erstling trägt bereits alle Wesenszüge seines enthusiastischen Schreibstils. Er reiste nicht mit einem Reiseführer in der Hand, sondern war mit klassischer Literatur bewaffnet. Sein Buch ist damit eine leidenschaftliche Hymne auf die Freiheit und auf Romantik. Auf eine Abenteuerlust, die sich gelegentlich mit gefährlichem Draufgängertum vermengt. So fotografiert er auf Gibraltar heimlich den Ausblick aus der britischen Festung, gewahr der Tatsache, dass es streng verboten war und ihm möglicherweise eine Verhaftung als Spion einhandeln würde. Doch mochte The Royal Road to Romance noch eine Bestandsaufnahme mehrerer Unternehmungen in Europa und Asien darstellen, verfeinerte Halliburton seine Reisen fortan methodisch, indem er ihnen einen enger gefassten Rahmen gab. Dies wurde bereits bei seinem zweiten und möglicherweise besten Buch spürbar, der 1927 erschienenen The Glorious Adventure. Hier begab sich Halliburton ans Mittelmeer und folgte den mythischen Spuren von Odysseus. Er übernachtete allein und heimlich in der Akropolis, beschwor auf dem Berg Olymp die Götter und durchschwamm den Hellespont, insbesondere deshalb, weil 100 Jahre zuvor Lord Byron dasselbe getan hatte, um ein Gedicht darüber schreiben zu können. Einen humorigen Meilenstein seiner Reisen stellt Halliburtons Versuch, in den Spuren von Pheidippides die Originallaufstrecke zwischen Marathon und Athen zu laufen, um so den Bürgern von Athen mitzuteilen, dass die Schlacht gegen die Perser gewonnen sei. Halliburton plante diese Aktion so, dass er dramatisch und triumphierend zu einer Feier eintreffen würde, die dort sein Freund Roderick austrug. Weshalb er, der sportlich darauf nicht trainiert war, geglaubt hatte, einen Marathon laufen zu können, ist eine Frage, die man sich zurechtstellt. Doch es war eben Richard Halliburton. Es ging mehr um die Sache, um das Dabeizusein, um das Handeln, um das Erleben. Die Sache lief dann auch zügig aus dem Ruder. Nicht nur stellte Halliburton bereits nach 3 Kilometern fest, dass das Laufen in der grellen griechischen Sonne eine regelrechte Hölle darstellte, er verbrauchte zügig das mitgeführte Wasser und musste sich an einige Verkaufsstände entlang der Straße halten. Doch zu seiner Überraschung war die einzige Flüssigkeit, die er dort erwerben konnte, griechischer Wein. Also trank er statt Wasser Wein, lief weiter und war nach weiteren 2 Kilometern bereits sternhagelvoll. Den restlichen Marathon verbrachte er in der Kabine eines Lastwagens, der ebenfalls nach Athen fuhr. Dort suchte Halliburton in der Innenstadt lange nach dem Platz, auf dem der Recke Pheidippides seine berühmte Botschaft hinausschrie, bevor er tot umfiel, nur um herauszufinden, dass dieser Platz seit gut 2000 Jahren nicht mehr existierte. Schließlich fuhr er noch immer stark alkoholisiert mit einem Taxi zu Rodericks Feier, stürzte taumelnd in den Speisesaal und verkündete vor den pikierten Blicken der gediegenen Gäste den hellenischen Sieg über den Persern. Eine solche Aktion war ein klassischer Halliburton-Stunt und entsprach in jeder Hinsicht seinen romantischen Parametern. Halliburtons Blick wandte sich nun der sogenannten Neuen Welt zu. Er zog nach Zentral- und Südamerika, wo er den Geist vergangener Zivilisationen heraufbeschwor und sich in die draufgängerischen Spuren von Cortés und Pizarro wagte. Wie zuvor verschwand er für Monate aus der amerikanischen Öffentlichkeit, nur um sich eines Tages mit einem neuen Buch in der Hand zurückzumelden. In Mittel- und Südamerika absolvierte Halliburton einige seiner berühmtesten Abenteuer. Er durchschwamm als erster den Panama-Kanal und zwar der Länge nach, eine Aktion, die mehrere Tage dauerte und bis heute noch im Guinness-Buch der Rekorde steht. Während dieser Aktion begleitete ihn ein Scharfschütze in einem kleinen Boot und schoss von dort auf die herannahenden Krokodile. Aufsehen erregte auch sein Sprung in einen 30 Meter tiefen Brunnen auf dem Yucatan, der Jahrhunderte zuvor die Mayas für Menschenopfer verwendet haben. Der Sprung gelang trotz einer massiven Angstüberwindung, die er meistern musste. Wir sprechen hier von einem Sprung aus dem 10. Stockwerk. Halliburton ließ dabei eine Filmkamera mitlaufen, musste aber feststellen, dass sie versagt hatte.
Also wiederholte er den Sprung erneut, verletzte sich dabei jedoch und landete für Tage im Krankenhaus. Sicherlich eine der gefährlichsten Aktionen dieser Reise bestand darin, die Wachoffiziere der französischen Teufelsinsel zu bestechen, mit dem Ziel, anonym eine Nacht in dem damals berüchtigsten Gefängnis der Welt, in Französisch-Guayana, zu verbringen. Mit der Nummer 49766 trug er sogar eine schäbige Gefängniskleidung und mischte sich damit unter die nichtsahnenden Insassen. Dies war auch deshalb gefährlich, da nicht jeder der wachhabenden Belegschaft über die Aktion informiert war. Nach New Worlds to Conquer war Halliburtons Ruf als waghalsiger Abenteurer mit einer romantischen Ader endgültig zementiert. Er wusste, dass es an der Zeit war, einen höheren Gang einzulegen. So trat der Abenteurer am Anfang der 30er Jahre an den erfahrenen Piloten Moy Stevens heran, mit dem Vorschlag, gemeinsam um die Welt zu fliegen. Ein Abenteuer, das 1932 unter dem Titel The Flying Carpet erschien und viel Aufsehen erregte. Die beiden Männer durchflogen die Sahara, den Mittleren Osten, Indien und Südostasien. Im Iran stießen sie auf die deutsche Flugpionierin Elli Beinhorn, die dort Motorprobleme hatte. Sie halfen ihr aus der Patsche und flogen gemeinsam nach Indien und Nepal. Sie waren die ersten, die mit einem Flugzeug auf den damals noch recht unerschlossenen Philippinen landeten, wo ihnen ein Häuptling der Dayaks einen Zentner Schrumpfköpfe aufdrängte, die sie später über Bord warfen. Die Flying Carpet Operation gilt noch heute als eine Glanzleistung der frühen Luftfahrt und fand international große Anerkennung. Halliburton war nun ein Reisestar. Jetzt wandten sich unzählige Zeitungen und Magazine an ihn. Sie alle wollten, dass er von unterwegs seine Kolumnen an sie durchgab. Ebenso hielt Halliburton monatelang Lesungen und Vorträge und fesselte seine Zuschauer mit den amüsanten und teilweise haarsträubenden Abenteuergeschichten aus den fernsten Ländern. Seine Knabenträume waren aufgegangen, er verdiente sein Geld mit seiner Lieblingsbeschäftigung und genoss die Freundschaften mit Hollywood-Größen. Hollywood fand Halliburton besonders reizvoll, denn hier konnte er leichter seine streng geheim gehaltene Homosexualität ausleben. Man sagte ihm Affären zu dem Stummfilmstar Ramon Novaro nach, aber auch zu dem Sänger Noel Sullivan, wenn auch die ernsthafteste Beziehung zu dem Journalisten und Verfasser Paul Mooney bestanden hatte, mit dem Halliburton auch eine Weile zusammenlebte. Nach dem Erfolg von The Flying Carpet befand sich sein Verlag in ausgesprochener Spendierlaune und gab Halliburton einen stattlichen Vorschuss. Der Abenteurer sollte bald wieder losziehen und neue Erlebnisse mitbringen. Dies führte zu einer ganzen Reihe aus unterschiedlichen Reisezielen, die diesmal lose und konzeptionell ungebunden waren und schließlich 1935 den Inhalt von Halliburtons fünften Reisebericht Seven League Boots bildeten. Hier versucht Halliburton zum Beispiel heimlich Mekka, die heilige Stadt der Moslems, zu betreten, reist nach Äthiopien und nach Russland. Berühmt wurde daraus seine Überquerung der Alpen auf einem echten Elefanten, um so in den Spuren von Hannibal Barca zu gehen. Eine Aktion, die man heute vermutlich nicht mehr durchziehen könnte, da man sich sicherlich einen gehörigen Shitstorm wegen Tierquälerei anhandeln würde. Die arme Elefantin Dally schaffte es tatsächlich, den großen St. Bernhard Pass zu überqueren. Überall, wo Halliburton die Schweizer Dörfer passierte, entstand Chaos und öffentliche Aufruhr. Etwas, das Halliburton liebte, da es ihn in die Schlagzeilen brachte, was daheim zu seiner Popularität beitrug. Bis nach Rom reichte es dann allerdings nicht mehr. Beim Abstieg aus den Alpen schwollen Dallys Füße immer mehr an und wurden wund, sodass Halliburton die Aktion in Turin beendete und Dally und ihren Leibarzt, der mitgezogen war, mit Zug nach Hause in ihren Zoo schickte. Nach dem Erscheinen von Seven League Boots nahm Halliburton Auszeit und verfasste einen Doppelband für junge Leser über monumentale Architektur unter dem Titel Marvels of the West und Marvels of the East, veröffentlicht in 1937 und 1938. Später erschienen beide Bücher noch in zahlreichen Folgeauflagen, zumeist unter dem Titel Richard Halliburton's Book of Marvels, The Occident und The Orient. Im Jahr 1939 brach Halliburton zu einem äußerst ehrgeizigen Projekt auf. Sein Vorhaben bestand darin, eine klassische chinesische Junke zu nehmen und mit ihr von Hongkong aus in den Pazifik zu stechen. Die geplante Überquerung des Ozeans sollte mit der Ankunft im Hafen von San Francisco enden, passend zu der dortigen Weltausstellung Golden Gate International Exposition.
Die Crew bestand aus mehreren durchaus erfahrenen Seeleuten, doch auch enthusiastischen Fans von Halliburton. Auch der Journalist Paul Mooney war mit an Bord, damals wohl Halliburtons Lebensgefährte. Den letzten Kontakt mit dem Kahn, den Halliburton auf den Namen Sea Dragon getauft hatte, gab es am 23. März 1939 an Bord des luxuriösen Passagierdampfers SS President Coolidge, rund 2000 Kilometer nördlich der Midway-Inseln. Die Passagiere konnten die Junker in Sichtweite erkennen, kämpfend mit schwerem Wellengang. Der Funker an Bord des Dampfers empfing vom Skipper John Welsh einige Nachrichten, die später Halliburton zugeschrieben wurden, der hier aber nicht am Funkgerät war. Wochen später begann die Suche nach der Sea Dragon, überwiegend durch Schiffe der US Navy. Doch man fand gar nichts, nicht einmal Treibgut. Am 5. Oktober 1939 wurde Richard Halliburton und die Besatzung der Sea Dragon offiziell für tot erklärt. In 1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, kam Halliburton nochmal in die Schlagzeilen. Das zerstörte Gerippe eines ostasiatischen Schiffes wurde in San Diego in Kalifornien an den Strand gespült. Die Presse nahm sogleich an, dass es sich um Halliburtons Schiff handelt. Ähnlich wie bei Amelia Earhart gab es hier allerlei Legendenbildung. Gerade Halliburtons oft provokante Vorgehensweise befeuerte bei seinen Fans den Glauben, er sei in Wirklichkeit am Leben und würde irgendwann wieder vor ihnen stehen mit einem neuen Buch in der Hand. Richard Halliburton war zu jung, um in den Ersten Weltkrieg eingezogen zu werden, und er starb am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Seine Person ist somit geradezu eine Symbolfigur der Reisefreiheit und des kulturellen Aufbruchsgeistes der 20er Jahre. Seine 5 Bücher stehen für ein besonderes Lebensgefühl und eine zeitlose Aufbruchsstimmung. Er beschwor darin historische Persönlichkeiten herauf und machte sie oft zu geisterhaften Akteuren im Mittelpunkt seiner Abenteuer. Vieles an seinen Aktionen hatte oft mehr einen metaphorischen Charakter, und sicherlich lag es Halliburton fern, als ein ernsthafter akademischer Autor rezipiert zu werden. Er betrieb keine ethnologischen Forschungsreisen, und letztendlich kann auch der Leser kaum dechiffrieren, an welcher Stelle seine Reiseberichte die fantasievolle und zur Übertreibung neigende Art jegliche Authentizität unter sich begrub. Doch spielt das wirklich eine Rolle? Seine Schriften waren reine Unterhaltung, doch informativ und mit einer starken poetischen Note. Sie waren geradezu eine Anleitung, wie man leben sollte. Das Leben in vollen Zügen einatmen, große Literatur lesen und sich weigern, in einem Bett zu sterben. Aber natürlich gibt es noch eine weitere Realität hinter dieser Realität. Halliburton war letztendlich der ideale Autor für all jene, die es eben nicht geschafft haben, wie er zu leben. All jene, die zu früh eine Familie gegründet haben, all jene, die nicht wussten, wie man denn ein Leben auf der Reiseroute gestalten soll. Und darin liegt ein spannender Widerspruch. Jene, die oft von einer Bühne aus Aufrufe starten, ihrem Lebenswandel zu folgen, leben und profitieren natürlich stark davon, dass die breiten Massen es niemals schaffen würden und somit nur zum Träumen am heimischen Herd verurteilt sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.